Über dieses Mystery Pack habe ich in den letzten 2 Wochen unglaublich viel Rumoren gehört. Das Supermachtpack Nummer 15 erscheint oder ist erschienen am 14. Juni 2023, also ist schon 2 Wochen alt. Aber gerade dadurch, dass eben so viele Leute mir Sachen darüber erzählt haben, die ich mega spannend fand, wollte ich das hier unbedingt noch vorstellen. Wie ihr wisst, ich war im Umzug und habe es deswegen nicht geschafft, das rechtzeitig rauszuhauen. Heute werfen wir aber trotzdem einen Blick da rein, vor allem weil es eben doch ziemlich spannend ist. Die Ausgabe kostet 5,99 €. Wir bekommen wie immer 2 von 10 Lego-Magazinen und 2 von 11 Extras. Da reden wir gleich nochmal drüber. Und enthalten sein können unter anderem Minifiguren wie der Mandalorian Warrior, Praetorian Guard oder ein Snowtrooper. Und ich muss an der Stelle schon mal am Anfang sagen, Blue Ocean ist hier nicht ganz ehrlich mit uns, denn es ist nicht ganz das Richtige abgebildet. Genauer gesagt, es ist einfach nicht alles abgebildet, was wir rein theoretisch bekommen könnten dabei. Wir haben, wie gesagt, 2 von 10 Lego-Magazinen, 2 von 11 Extras. Das heißt, es wird ein Extra geben, was eben ohne Magazin kommt. Das Problem liegt jetzt allerdings darin, dass es kein Lego-Magazin gibt, was ohne Extras kommt. Das heißt, hier unten steht nämlich zufällige Auswahl aus den Lego Star Wars Magazinen Nummer 45, 49, 52, 53, 55, 82, 84 und 88. Das sind auch tatsächlich alle baubaren Extras. Ich habe es nachgeprüft, die Minifiguren sind da noch nicht enthalten, inklusive zugehörigem Extra. Ach nee, hier Comics Nummer 221 und 422. Da ist schon ein kleiner Fehler drin, nämlich die 221 ist das hier oben. Das ist ein Comic und da war nämlich die Praetorian Guard drin. Das steht hier auch ganz klein oben rechts drauf. Und dann haben wir das kleine Extra. Hier steht jetzt die 422. Das abgebildete ist die 522. Das ist nicht das Richtige, das was hier steht. Die 422 ist das Richtige. Das ist nämlich der Mandalorian Warrior, der hier oben abgebildet ist. Und er kann auch tatsächlich hier mit drin sein. Diese Magazine und Comics kommen jeweils inklusive zugehörigem Extra sowie dem Extra des Lego Star Wars Magazins Nummer 26. Und da wurde ich stutzig. Die 26 ist der Snowtrooper. Das ist natürlich alles, was hier abgebildet ist. Und warum sollte man jetzt ein Extra einzeln reinschmeißen, wenn man aber gar kein zweites Magazin mit reinpackt? Das heißt, man bekommt ja, wie ihr wisst, immer 2 Lego-Magazine dann eben mit dem Extra vorne dran. Das hieße jetzt aber, dass der Snowtrooper einzeln drin liegt und dann haben wir ein Magazin zu wenig. Oder wie soll das jetzt ablaufen? Also da bin ich sehr, sehr gespannt. Das noch Spannendere daran allerdings, also der Punkt, warum ich jetzt mich wirklich entschieden habe, das Video zu machen, ist, dass Leute hier drin tatsächlich ein anderes Extra gefunden haben. Etwas, was hier vorne gar nicht abgebildet ist. Und die Frage ist jetzt natürlich, zum einen haben wir vielleicht auch Glück und ziehen das gleiche Extra raus. Und vor allem gibt es vielleicht eine logische Erklärung, warum dieses Extra aus Versehen hier reingewandert ist. Am Anfang natürlich wieder das Wichtigste. Ich habe euch unten in der Videobeschreibung wieder einmal die Seite ZZOL verlinkt. Das ist eine Seite, wo ihr eben nachgucken könnt, wo ihr welches Comic, also so ein Pack oder Multipack oder dann eben auch die Comics von Lego Star Wars zum Beispiel auch bekommen könnt. Das gilt für alle Zeitschriften, alle möglichen, die es eben so gibt, aber eben auch für die Lego Star Wars Comics beziehungsweise eben die Mystery Packs. Ich habe noch ein paar Daten dazu. Wie gesagt, erschienen ist am 14.06.2023, kommt die nächste Ausgabe am 22.07. Also so lange ist gar nicht mehr hin. Also ein paar Tage müssen wir noch warten, aber dann kommt es auch schon raus. Zweimonatlich. Ich finde das wahnsinnig cool. Das sind keine 2 Monate, meiner Meinung nach, aber vielleicht ist das noch irgendwie was anderes. Wie gesagt, Ausgabe Nummer 15 und dann kommt die nächste eben auch bald. Und dann könnt ihr hier auf der rechten Seite beziehungsweise in der Mobilversion ein bisschen weiter unten einfach mal eure Postleitzahl eingeben und dann nachgucken, wo bei euch eben, dann könnt ihr auf Händler finden und dann wo in eurer Nähe eben dann dieses Pack noch verfügbar ist. Bei uns sind es eben nur noch ein paar Läden, 2 bei uns jetzt im Dorf noch und dann der Rest immer nur noch im Außenhandel. Also die hier bekommt man noch, aber nicht mehr ganz so häufig. Das heißt, wenn ihr eins davon haben möchtet, dann solltet ihr euch beeilen. Jetzt wird es allerdings richtig spannend. Das Supermachtpack Nummer 15 kann, wie ihr seht, rein theoretisch zumindest 3 Minifiguren enthalten. Den Mandalorian Warrior, Praetorian Guard und den Snowtrooper. Jetzt habe ich allerdings in der letzten Zeit immer wieder Fotos und Nachrichten bekommen, dass Leute da tatsächlich noch eine 4. Minifigur drin bekommen haben, die hier vorne weder abgebildet noch im Text benannt ist. Und zwar ist es der Luke Skywalker. Ich glaube, von 2020 müsste das sein oder 19, 18 rum. Auf jeden Fall schon ein bisschen älter. Und zwar ist es die Version von Luke Skywalker von Tatooine. Also wirklich der Farmboy Luke, den wir alle so gern mögen. Und der ist hier tatsächlich auch drin gewesen. Und die Frage ist jetzt natürlich, warum? Also macht das eigentlich Sinn oder ist die Möglichkeit, dass da vielleicht einfach ein Fehler passiert ist? Und ich habe lange drüber nachgedacht und habe tatsächlich eine Lösung gefunden. Und ich weiß auch, wieso die da drin gelandet ist. Und es gibt noch eine weitere Minifigur, die hier eigentlich auch nicht hätte abgebildet werden sollen in dem Fall.
weil sie nicht daher stammt, wo man dachte, dass sie herstammt. Was hier unten im Text drin steht, ist nämlich nicht komplett richtig. Der Snowtrooper, den ich eben gesagt hatte, wo hier unten steht, dem Extra des Lego Star Wars Magazins Nummer 26, den haben wir nämlich noch ein zweites Mal bekommen. Und zwar nicht in einem normalen Magazin, beziehungsweise doch in einem normalen Magazin, aber mit einem anderen Extra zusammen. Und zwar dem Snowspeeder. Und da habe ich hier damals auch ein Video zu gemacht. Mit dem Snowspeeder zusammen hat man für 5 Euro entweder den Snowtrooper oder Luke Skywalker bekommen. Das heißt, es gab eben zwei Varianten des Hefts. Man hat immer den gleichen Snowspeeder, aber dann eben eine von den beiden Minifiguren bekommen. Das heißt, diese Minifigur, die hier oben abgebildet ist, stammt eben jetzt nicht aus dem Magazin Nummer 26, sondern aus dem Magazin Nummer 55, dem, wo der Snowspeeder eben eigentlich drin ist und dann entweder ein Snowtrooper oder Luke drin sein kann. Das heißt, sie haben sich wahrscheinlich einfach die Restbestände von der Nummer 55 genommen, haben die hier reingepackt und haben dann entweder Snowtrooper oder Luke noch mit beigelegt, falls das eben die Möglichkeit ist. Das heißt, es ist möglich, dass bei mir jetzt eben auch ein Luke drin steckt. Ich vermute allerdings nicht. Es kann sein, dass bei mir eben der Snowtrooper drin ist. Ich weiß es nicht. Wir gucken natürlich einmal rein. Es wird auf jeden Fall ein baubares Extra drin sein, sonst wäre das hier deutlich dünner. Weil ich die Spannung jetzt aber auch gar nicht mehr abwarten kann, müssen wir das Pack einmal öffnen. Ich bin mega, mega gespannt. Vor allem natürlich, ob ich hier heute auch das Glück habe, vielleicht den Luke daraus zu ziehen. Das wäre natürlich mega, mega klasse. Und, oh Gott, das geht mal wieder brechend schlecht auf. Aber ihr kennt das ja. Also das ist der typische Blue Ocean Kleber und ich sehe schon etwas, was mir gefällt. Ich habe noch gar nicht gesagt, was hier natürlich drin sein kann. Also ihr habt es gesehen, Boba Fett Starfighter aka Slave One. Es steht auf dem Pack übrigens auch Slave One drauf. Sie haben jetzt nur hier draußen auf der Packung dann das Boba Fett Starfighter genannt. Wir haben den AT-AT, den ich mega cool finde, den Millennium Falcon, den TIE Whisper und wie gesagt Snowspeeder, Jedi Interceptor, TIE Fighter und dann die Razor Crest. Meine Favorites sind immer noch die Razor Crest und der AT-AT, weil ich die einfach mega, mega, mega cool finde. Und ich würde sagen, wir gucken einmal rein. Ich habe tatsächlich eine Sache schon gesehen. Und eins, das flubbert hier einfach nur einzeln drin rum. Ich bin ein bisschen erstaunt, aber ich habe auch ein bisschen Panik, weil ich nicht weiß, wie ich das Ganze hier auspacken soll. Ich hole das einfach mal so raus und wenn ihr gleich irgendetwas seht, was vielleicht dazu führen könnte, dass wir hier, weiß ich nicht, das Moment mal. Darf ich mal ganz kurz umdrehen? Wir haben den... Warte, ist das ohne Extra? Oh, wie schade ist das denn? Ich habe mich eben gefreut, ich habe das nämlich gesehen, den AT-AT und habe mich voll gefreut, dass wir den AT-AT drin haben. Hier sind sogar noch die Klebepunkte dran vom Extra, aber das Extra ist nicht drin. Oh, wie schade ist das denn? Wir haben den TIE Whisper hier mit enthalten, das heißt, hier haben wir auch die limitierte Karte, die ist mit dabei, ein bisschen abgewetzt an der Seite, das ist ein bisschen schade, aber okay, also TIE Whisper ist mit drin. Boah, das ist aber doof, da ärgere ich mich, also den hätte ich gern gehabt, egal, macht nichts. Weil wir haben den Snowtrooper drin. Eine Figur, die natürlich überhaupt nicht dazu passt. Die klebe ich jetzt einfach mal auf meinen AT-AT, damit ich den nicht mehr sehen muss. Sogar die Karte wurde entfernt. Hier unten sind sogar noch die Klebepunkte für die Karte. Och, Manno. Schade. Gut, also den Imperial Snowtrooper haben wir hier drin. Wie gesagt, es ist ein Pack, was nicht aus der Nummer 26 kommt. Rein theoretisch natürlich, aber es ist nicht daraus jetzt entsprungen. Sondern sie haben wahrscheinlich die Nummer 55 genommen und den Luke und den Snowtrooper daraus entfernt. Und die dann hier einfach mit reingeschmissen. Ich glaube, ich bin ganz zufrieden. Wir haben noch einmal den Snowtrooper. Der alleine ist wahrscheinlich die 5, 6 Euro schon wert. Der TIE Whisper ist auch ganz nett. Ist nochmal eine nette Beigabe. Ich habe ihn jetzt schon aufgebaut. Es ist ein nettes Ding. Also es ist nichts, was ich extra jetzt nochmal für 5 Euro kaufen würde, für die kleine limitierte Karte hier vielleicht, wenn die nicht ein bisschen angeditscht wäre. Aber ja, das kleine Extra ist ganz niedlich. Der Snowtrooper ist natürlich aber das, was man dann in dem Fall haben möchte, weil das ist die alte Variante des Snowtroopers. Die bekommt man jetzt nicht mehr ganz so einfach. Es gab ja dann noch eine Neuauflage davon und deswegen da freue ich mich drüber, dass ich eben die alte jetzt nochmal in der Hand halten darf. Ansonsten muss ich aber sagen, ist das wahrscheinlich eher was für den Spaß an sich. Also wenn ihr wirklich bestimmte Extras daraus haben möchtet, wie zum Beispiel den Mandalorian Warrior oder Praetorian Guard oder so, keine Ahnung, dann müsst ihr gucken, ob ihr die Möglichkeit habt, das vielleicht zu fühlen, weil wenn das Comic drin ist, dann ist es so ein bisschen kleiner als die normalen großen. Das kann man dann so ein bisschen erfühlen, aber das ist ein bisschen schwierig. Also ein bisschen Glück braucht man natürlich immer. Wenn ihr jetzt aber sagt, hey, den Spaß ist es mir wert, ich möchte reingucken, ob ich zum Beispiel den Imperial Snowtrooper oder vielleicht den Luke daraus ziehen kann, weil ich weiß, es gibt die Möglichkeit auf jeden Fall. Ich habe Bilder gesehen, wie Leute das ausgepackt haben und da war eben die Luke-Figur statt dem Imperial Snowtrooper drin und dann vielleicht nochmal so ein First oder TIE Fighter oder sowas. Also die Möglichkeit ist da. Wie gesagt, schreibt mir unbedingt in die Kommentare, was bei euch in diesem Supermachtpack Nummer 15 drin war. Ihr habt das jetzt ja wahrscheinlich schon seit 2 Wochen und habt das wahrscheinlich auch alle schon ausgepackt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Vor allem natürlich, wie viele Leute von euch tatsächlich
die Luke Skywalker Minifigur drin haben konnten. Ansonsten abonniert natürlich auch gerne meinen Kanal, um die nächsten Videos über die Mystery Packs und so weiter nicht zu verpassen. Und schau dich unbedingt auch dieses Video an. Da habe ich nämlich gerade die neueste Lego Star Wars Trading Card Serie vorgestellt. Und das Starter Pack alleine ist schon eine absolute Katastrophe. Ansonsten danke ich ganz herzlich fürs freundliche Zuschauen. Habt einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal und ciao.